sind Hartz-IV-Empfänger. Ja, Guido Westerwelle sagt, wir können sparen. Und zwar bei denen, die Hartz-IV missbrauchen, bei denen, die den Staat betrügen, bei denen, die immer noch nicht kapiert haben, dass wer nicht arbeiten will, obwohl er kann, nichts mehr von der Solidaritätsgesellschaft bekommt. Da kann man sparen. Da hat er doch recht. Das ist eine so perfide Debatte. Ich finde, alleine schon für diese Geschichten von Westerwelle hätte die FDP verdient, am Sonntag aus dem Landtag rauszufliegen. Weil das ist so unerträglich, was da an Ressentiments aufgebaut wird. Ich meine, wir haben in diesem Land real annähernd 5 Millionen Menschen, die keine Arbeit haben. Und wenn Sie jetzt über die Arbeitslosenzahlen, die offiziellen, reden, dann sage ich Ihnen halt auch, natürlich, wenn man immer mehr Menschen einfach nicht mehr als arbeitslos zählt, obwohl sie arbeitslos sind, weil sie beispielsweise in 1-Euro-Jobs abgedrängt werden oder weil sie von privaten Arbeitsvermittlern betreut werden, das zählt alles nicht mehr als arbeitslos. So kann das natürlich nach unten manipulieren. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, die Kopfstände machen, wenn sie irgendwie Arbeit bekommen könnten, aber sie finden keine. Und die dann noch öffentlich zu demütigen und öffentlich auszuspielen gegen den Niedrigverdiener, der auch nicht leben kann, finde ich unerträglich. Hartz IV ist Armut per Gesetz, ist ein fürchterliches Repressionsinstrument. Und das ist einfach, das hat nichts mit Parteitagsspruch, das ist Lebensrealität. Tatsächlich hat Hartz IV vielen Menschen eine Perspektive gebeten.